Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute gibt es wieder ein super leckeres Mittagessen-Rezept für euch. Wir machen total leckere Pasta mit Lachs und Spinat. Bleibt dran, um zu schauen, wie es geht. In einem alten Video von mir habe ich sogar schon mal erwähnt, dass man das daraus machen kann. Deswegen habe ich jetzt hier die Short-Variante nur für euch. Also als erstes bereitet man quasi das Lachs auf dem Tomatenbett vor. Da nehmt ihr euch einfach eine Backform. Ich nehme hier die Runde vom Pampa Chef, die passt da perfekt. Die andere Runde geht natürlich auch. Und dann legt ihr könnt natürlich auch eine andere Auflaufform benutzen. Den Boden einfach mit Tomaten aus, Salz, Pfeffer, bisschen Balsamico. Essig drüber, dann schmeckt das super und ein bisschen Zucker, um den Tomatengeschmack ein bisschen hervorzuheben. Dann kommen da einfach nur die Lachsstreifen drauf. Das habe ich einfach nur mit Salz gewürzt und mit Zitronenpfeffer und dann wandert das Ganze nämlich nebenbei schon mal in den Backofen. Wenn ihr da das genauere Video anschauen wollt, verlinke ich euch das natürlich, das alte Video mit dem Rezept. Und dann zeige ich euch schon mal die wenigen Zutaten, die wir da noch benötigen. Für unsere leckere Pasta benötigen wir einmal schon mal die Portion mit dem Lachs auf dem Tomatenbett. Da habe ich jetzt einfach nur 4 Lachsstreifen und den Boden mit Tomatenhälften. Dann benötigen wir für die Soße 2 Zwiebeln, 2 rote habe ich jetzt hier genommen, 2 kleinere, 2 Knoblauchzehen. Der kann man aber auch weglassen, wenn man nicht mag. Dann benötigen wir außerdem noch ungefähr 750 Gramm Sahne. Man kann aber auch 500 Gramm Sahne und zum Beispiel 250 Gramm Milch benutzen. Ich benutze immer die fettreduzierte Sahne. Dann benötigen wir 2 Teelöffel Stärke und ein bisschen kaltes Wasser und außerdem 500 Gramm Spinatblätter. Und natürlich noch die Pasta eurer Wahl. Ich freue mich gerade total, denn es ist zum ersten Mal, dass ich das Rezept mit eigenem Spinat machen kann, als mit Spinat aus unserem Garten. Gerade frisch geerntet und jetzt direkt in der Verarbeitung. Also besser geht es ja gar nicht, weil gerade mit Spinat, wisst ihr ja, sind die Vitamine sofort weg. Die muss man sich ja sofort bei der Verarbeitung beeilen. Da hat gerade der Backofen gestört. Und als erstes schneiden wir die Zwiebel in feine Würfel, erhitzen unsere Pfanne mit Olivenöl. Da benutze ich jetzt Olivenöl mit bisschen Knoblauchgeschmack. Wer das nicht mag, kann natürlich normales Olivenöl benutzen. Und dann geben wir die Zwiebelwürfel hinein und lassen die erstmal goldbraun werden. So, die Zwiebelchen, die sehen jetzt super aus. Jetzt gebe ich den, presse ich noch den Knoblauch hinein und dann geben wir eine Prise Zucker drüber. Wenn der karamellisiert, löschen wir das Ganze dann mit der Sahne ab. Jetzt würzen wir die Soße ganz einfach mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss und lassen das Ganze ein wenig einköcheln. Und danach binden wir die Soße mit ein bisschen Stärke. Da werde ich einfach nur 2 Teelöffel Stärke mit ein bisschen kaltem Wasser verrühren, geben das dann in die Soße rein. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir weiter rühren. Wenn die Soße andickt, müssen wir die Hitze runterdrehen, denn sonst brennt das Ganze unten am Boden an. Jetzt geben wir unseren Spinat dazu, mischen das Ganze unter und dann ganz wichtig, dass wir nochmal ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Nicht wundern, der Spinat sieht am Anfang immer so riesig aus, aber der sackt dann einfach in der Soße gleich ein.
Und nebenbei, fast vergessen zu sagen, stellen wir natürlich noch das Nudelwasser an. Und die Nudeln, die müsst ihr natürlich vorher schon schauen, welche Nudeln ihr euch ausgesucht habt, welche Garzeit die hat und passt das dann auf die Soße mit an. Und ich habe mich jetzt heute hier für Linguini entschieden. Man kann natürlich auch Spaghetti und andere Pasta eurer Wahl nehmen. Das Einzige, was vielleicht nur noch wichtig ist zu sagen, dass die Nudeln nicht auf die Soße warten. Also es ist besser, wenn die Soße vorher fertig ist, dann könnt ihr einfach schon mal die Hitze runternehmen und die Soße, damit die nicht anbrennt, einfach nebendran lassen. Wichtig ist, dass wenn die Pasta fertig ist, dass die dann direkt in die Soße reinkommt. Wenn die Pasta nämlich zu lange drin ist, dann verkleben die Nudeln. Und danach geben wir direkt unseren Ofenlachs noch hinzu, vermengen alles und dann könnt ihr das Ganze natürlich nochmal abschmecken. Ganz wichtig, auch die Soße vorher schon, ob noch ein bisschen Salz oder Pfeffer fehlt. Alles miteinander vermischen und dann sind wir sogar schon fertig. Also wir lieben Pasta in allen Varianten. Das ist auf jeden Fall unsere Sommerlieblingspasta. Sogar Mia mag die, weil die auch Lachs liebt. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch immer so abwandeln, wie ihr das am liebsten mögt. Wenn ihr keinen Spinat mögt, lässt ihr den Spinat weg. Wer keine Tomaten mag, lässt die Tomaten weg und so. Das kann man natürlich variieren. Deswegen habe ich auch gesagt, Pasta à la Christel. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren von diesem Rezept. Ich werde euch das Rezept natürlich auf meinem Blog verlinken, unten in der Infobox, genauso auch wie in meinem Shop. Da findet ihr auch alle Sachen, die ich hier vom Pepperchef benutze. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir gerne Kommentare unterm Video da, wie es euch geschmeckt hat, ob ihr das ausprobiert habt. Und das hilft einem natürlich auch immer weiter, wenn man auf Rezeptsuche ist. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss!